Ja, hallo, ich bin's wieder, der Mirko aus dem Vika-Team. Ich freue mich, euch wieder beim neuen Tutorial zur Vika und deren Oberfläche begrüßen zu dürfen. Und hoffe, dass das Einspielen des Firmware-Updates genauso bei euch geklappt hat, wie wir es im letzten Video gesehen haben. Für alle, die neu zu dem Thema hinzugestoßen sind, würde ich empfehlen, sich mit dem Video oder Tutorial 1 und 2 mal auseinanderzusetzen, wo erläutert wird, was man machen sollte, wenn man das Gerät das erste Mal in Betrieb nimmt und wie das überhaupt vonstatten geht und welche Parameter man ändern sollte, die in werkseitig vorzufinden sind. Video 2 zeigt, wie ihr ein Vika-System auf die aktuelle Firmware bringt. Das ist zum Zeitpunkt jetzt die 2.00.12.07, weil es nämlich sein kann, je nachdem, wo ihr die Vika erworben habt, dass dort eventuell noch ein alter Firmware-Softwarestand im Auslieferungszustand dabei ist. Und heute im Speziellen möchte ich einfach mal das Thema Netzwerk vorstellen, mit den Möglichkeiten, die es dort gibt. Wenn ihr also dann auf Netzwerk geklickt habt, bekommt ihr eine grobe Übersicht, zum einen welche Geräte mit der Vika verbunden sind. Das ist jetzt hier in der Position 1 zum Beispiel das Gerät, mit dem hier gerade die Aufnahme stattfindet, also der Lenovo Edge E530 mit seiner von der Vika zugewiesenen IP-Adresse, seiner MAC-Adresse, also seiner Hardware-Identität, die ja individuell für jedes Gerät ist. Und ob diesem Gerät erlaubt ist, sich überhaupt mit der Vika zu verbinden, also nicht geblockt wird, und auch ins Internet gehen kann. Und der Wert 1 unter Modem gibt an, dass halt diese Verbindung zum Internet über Modem 1 passiert. Es gibt ja Vika-Systeme, die mehr als ein Modem verbaut haben. Da erscheint dann zum Beispiel Modem 2, wenn eins der Geräte über das zweite Mobilfunkmodem online sind. Weiter unten dann nochmal eine Gesamtzahl der aktuell verbundenen Geräte. Wechsle ich dann auf das Untermenü LAN, komme ich zu dem eigentlichen Netzwerkthema. Und für die unter euch, denen IP-Adresse, Netzmaske, Subnetz und DHCP nicht sagt, würde ich empfehlen, die hier vorgegebenen Werte einfach zu lassen. Das sind die Werte, die ja, bei der Auslieferung vorgegeben sind. Und damit sollte man eigentlich im normalen Umgang im Alltag auch keinen Stress haben, dass da irgendwas nicht funktioniert. Was diese einzelnen Begrifflichkeiten nun bedeuten, würde ich empfehlen, mal im Internet oder in bestimmten Netzwerkbüchern nachzulesen. Wen es interessiert, das jetzt alles im Detail zu erläutern, würde, glaube ich, den Sinn dieses Videos einfach sprengen. Da ist jetzt diese Begrifflichkeiten einfach voraussetzt. Ich gehe jetzt auch nicht im Detail darauf ein, wie gesagt, weil es eigentlich für den Alltag auch überhaupt nicht nutzerrelevant ist. Als Information nur ganz grob die IP-Adresse, die dort zu finden sind, also die 192.1 am Ende, ist die IP-Adresse, die die Vika selber im Netzwerk verwendet.
und Netzmaske auch entsprechend und Subnetz und so weiter und so fort. Für den normalen Anwender in dieser Eingabemaske ist i das Nutzerlimit relevant und die Least Time. Nutzerlimit beschreibt oder gibt an, wie viel Geräten ich erlaube, dich zeitgleich mit der Vika zu verbinden. Die 10 Nutzer ist hier durchaus sinnvoll, weil ich in den meisten Fällen ein Standard-Pkw, ein Taxi, ein Fahrzeug in der Logistik, ein Behördenfahrzeug, nie mehr als 10 Geräte in einem Fahrzeug habe, die online gehen wollen oder müssen. Und somit meinen eigentlichen Engpass, also das Mobilfunknetz, auch nicht unnötig belaste, weil jedes Endgerät eigentlich heutzutage immer permanent versucht, online zu gehen, weil irgendeine App im Hintergrund läuft, die sich aktualisiert, die Status sendet oder empfängt, Betriebssysteme selber permanent gucken, gibt es für mich ein Update und, und. Und ich ja auch nicht an jedem Ort in dieser Welt immer die optimale Mobilfunkanbindung habe, habe ich also hier schon einen Engpass, wenn ich mich zum Beispiel nur im GSM Edge befinde oder im UMTS-Netz. Und das kann, je höher diese Nutzermöglichkeiten sind, ja, 20, 30, 40, durchaus dazu führen, dass ich das dann auch auf meiner Performance merke, dass ich denke, boah, was ist mein Gerät heute langsam im Internet? Einfach weil ein Nachbargerät gerade einen größeren Download macht und wenn alle anderen auch gerade große Mengen abrufen, wird die verfügbare Bandbreite natürlich entsprechend kleiner. Weiterhin ist natürlich hinzuzufügen, dass je nachdem, welches Vika-Modell ihr verwendet, auch nicht allzu viele Nutzer eventuell in das WLAN können. Ja? Und da dieses Nutzerlimit sowohl das WLAN als auch die LAN-Geräte beinhaltet, ist es, denke ich, sinnvoll, diese Nutzer auf 10 einfach einzuschränken, weil es im alltäglichen Umgang mehr als ausreichend ist vom Limit her. Die Leadzeit ist ein Zahlenwert, den ich in Minuten, Sekunden oder Stunden eingeben kann und gibt den Wert vor, den ein Gerät, was mit der Vika verbunden ist, quasi erlaubt, still im Netzwerk zu sein, also keine Daten abzurufen, keine Daten zu empfangen, quasi ein Gerät, was einfach sich angemeldet hat und nichts weiter tut. Im praktischen Fall ist das also ein Gerät, wo zum Beispiel einer einen Artikel versucht hat zu lesen und ist dabei eingeschlafen und dieses Gerät reserviert jetzt einen Nutzerplatz und würde diesen Nutzerplatz unter Umständen mehrere Stunden belegen, weil es sich angemeldet hat und der Nutzer aber jetzt beim Lesen zum Beispiel eingeschlafen ist und keine weitere Internetseite abruft oder E-Mail oder sonstige Dinge. Und damit dieses Blockieren eines Nutzerplatzes nicht in zeitliche Unendliche geht, kann man halt hier sagen, okay, nach 2 Minuten Inaktivität im Netzwerk wird die Vika dieses Gerät quasi vom Netzwerk trennen und wird diesen Nutzerplatz frei machen für ein anderes Gerät. Das wird dann über die gerätespezifische MAC-Adresse ermittelt und
So wird quasi sichergestellt, dass in einer Art, fairen Art und Weise alle Netzwerkgeräte ins Internet können oder nicht. Ich persönlich werde das nachher auf 5 Minuten erhöhen. Das ist so eine persönliche Vorliebe von mir. Man muss jetzt dazu wissen, wenn ich jetzt hier eine Änderung vornehme und klicke jetzt auf Senden, ja, dass das Netzwerk neu gestartet werden muss. Und das dauert immer ein bisschen, bis die WLAN-Verbindung wiederhergestellt wird. Das würde jetzt hier den Fluss in der Aufzeichnung ein bisschen stören. Deswegen mache ich das nachher alles mal separat. Also jede Änderung, die ihr hier vornimmt, bedeutet quasi einmal einen Neustart von dem Netzwerk beziehungsweise in dem Fall auch von dem WLAN. Und das ist jetzt für die Videoaufzeichnung relativ unpassend. Kommen wir zum Reiter WLAN. Den haben wir ja im ersten Video auch relativ detailliert besprochen, weil wir da ja die SSID, also den Namen des WLAN-Netzwerks geändert haben und mit der WPA-Passphrase, also das WLAN-Passwort. Das kann man natürlich weiterhin so lassen, das könnt ihr auch nach Belieben ändern. Interessant ist vielleicht das Thema Frequenz. Ihr könnt also dem WLAN-Modem, oder es gibt ja auch einige WiKA-Modelle mit 2 Modems, sagen, funktioniere mit 2,4 als auch mit 5 GHz. Mit den 5 GHz ist wichtig zu wissen, dass ihr die nur im stationären verwenden dürft. Das ist gesetzlich so geregelt, weil es im Straßenverkehr zukünftig Entwicklung geben wird, wo die 5 GHz für Fahrzeugkommunikation reserviert ist. Und um dort Störungen so gut es geht zu vermeiden, ist also die 5 GHz nur im Stationären zu verwenden. Deswegen ist auch werkseitig hier auf 2,4 GHz eingeschaltet. Es ist im Allgemeinen auch vollkommen ausreichend und wir lassen das jetzt hier auch mal in dem Beispiel. MIMO kann ich mit einem Haken entsprechend aktivieren oder deaktivieren. MIMO ist in dem Fall das WLAN-MIMO gemeint. Ich kann, wenn ich den entsprechenden Software-Key dazu habe oder auch meine Hardware das überhaupt unterstützt, das sprich, ich brauche 2 WLAN-Anschlüsse von außen. Mein WLAN-Netz von der Performance her optimieren, kann es beschleunigen, ich kann es stabiler machen, weil einfach durch das MIMO die Kommunikation mit dem eigentlichen Endgeräten optimierter ablaufen kann. Wir haben es jetzt hier mal auch deaktiviert. Hat unterschiedlichste Gründe, die ich jetzt hier erstmal nicht besprechen möchte. Das können wir bei einem Einbauvideo mal erläutern, wenn es soweit ist. Standard heißt das WLAN-Protokoll, also sprich, wie mit welcher Sprache sprechen die WLAN-Geräte miteinander. Da gibt es einen etwas älteren Standard, G, also wie Gustav am Ende, kann genutzt werden, wenn ihr ältere WLAN-Endgeräte habt, die mit moderneren Protokollen nicht mehr so klarkommen. Dann könnt ihr es einfach umstellen, dann wird das WLAN an sich ein bisschen langsamer, aber ihr könnt halt dann auch bestehende ältere Gerätschaften mit aufnehmen.
Kanal ist dann sinnvoll zu ändern, wenn ihr an einem bestimmten Punkt seid und ihr wisst, hier gibt es eine WLAN-Störquelle durch einen anderen WLAN-Router oder so, der auf Kanal 1 sendet, könnt ihr dann auf Kanal 5, 6, 7 oder wo auch immer hinwählen, um euer WLAN, die Empfangsqualität ein bisschen zu verbessern, zu stabilisieren. Ist manchmal ganz sinnvoll. Die WPA2 verschlüsselt mit Kennwort, den Haken würde ich belassen. Und damit ist euer WLAN entsprechend verschlüsselt und kann halt von dritten Unbefugten nicht mitgelesen werden. Wenn ihr den Haken rausnimmt, ist das wie, als würdet ihr alle Informationen auf eine Postkarte schreiben. Also wer sich ein bisschen mit Netzwerktechnik auskennt, kann dann quasi den gesamten Datenverkehr mitlesen. WPA-Passphase ist, wie vorhin schon erwähnt, quasi mein Passwort, mein WLAN-Passwort, was ich individuell festlegen kann. Dazu nochmal der Hinweis auf das allererste VK-Tutorial. Bevor ich zur Firewall komme, nochmal der Hinweis, das wurde im Video 2 kurz erklärt, als wir das Software-Update oder das Firmware-Update durchgeführt haben, dieses Thema Software-Keys, also sprich quasi bestimmte Funktionen, die über diese Software-Keys an- und abgeschaltet werden. Das Thema VPN, als auch das Thema MIMO kann eventuell auf eurer VK nicht zu sehen sein, weil ihr dieses Software-Key dazu nicht besitzt. Ihr könnt es freischalten mit Software-Keys, die man nachinstallieren kann. Aber es kann dazu führen, dass eure Benutzeroberfläche, wenn ihr diese Software-Keys nicht habt, etwas anders aussehen. Also dieser Punkt wäre nicht vorhanden oder VPN wäre nicht vorhanden. Deswegen werde ich auch das Thema VPN nicht weiter erläutern gleich. Kommen wir eigentlich zu dem Thema, was ein bisschen die Betriebssicherheit mit erhöht, was eigentlich Großteil dieses heutigen Videos auch darstellen soll, ist das Thema Firewall. Eine Firewall ist quasi, blockiert Internetseiten, blockiert Internetadressen, die ich nicht sehen möchte oder die ich nicht erlaube, einem Programm oder auch einer Person, einem Gerät abzurufen. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das kann im einfachsten Grund sein, ich möchte mein Datenvolumen meiner SIM-Karte schonen und ich untersage zum Beispiel den Nutzern das Ansehen von großen Videos, ja, die man im Internet herunterladen kann. Und da ist der Klassiker das Videoportal YouTube, das ich quasi sperre für alle Geräte, die sich mit der VK verbinden und darüber ins Internet gehen wollen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich kann also einen Regeltyp festlegen, ob ich also eine Domain oder eine IP-Adresse blockieren möchte. In dem Fall nehmen wir jetzt eine Domain. Wir schalten diesen Eintrag auch aktiv. Hier ist der Haken drin. Ich gebe den Namen ein, in dem dieser Eintrag in meiner Übersichtsliste erscheinen soll. In dem Fall YouTube, www.youtube.de. Und gebe dann die Domain-Adresse ein, die ich sperren möchte. In dem Fall youtube.de und sage
hinzufügen. Und dann wird meine Firewall aktualisiert und ich habe meinen ersten Eintrag gesetzt, der heißt youtube.de. Das heißt, das ist der Name, den ich eingegeben habe unter Name. Das ist der Name hier in dieser Liste. Hier sehe ich den Eintrag, was ich genau sperre. Sehe hier unter Status, dass dieser Eintrag der Domain quasi aktiv ist. Wenn ich den inaktiv schalten möchte, gehe ich hier auf aktiv, klicke den Haken raus und sage übersenden, dass ich diesen Eintrag zwar weiterhin behalten möchte, aber ich schalte ihn erstmal inaktiv. Möchte ich den Eintrag komplett verschwinden lassen, würde ich jetzt hier auf das Kreuz für Entfernen drücken und dieser komplette Eintrag ist verschwunden. Für eine Änderung, wie zum Beispiel diesen Eintrag wieder aktiv zu schalten, gehe ich wieder in den Eintrag selber rein, schalte ihn aktiv und übersenden, gebe ich diese Information an die Firewall-Schnittstelle weiter. Und siehe da, mein Eintrag ist aktiv. Ja, wenn ich einen neuen Eintrag machen möchte, klicke ich wieder auf Neu und gebe meine neuen Eingaben ein. Jetzt muss man bei YouTube wissen, dass wenn ich youtube.de eingebe, ich eigentlich auf youtube.com lande oder von dorthin weitergeleitet werde. Deswegen sperren wir auch youtube.com. Sagen wir hier hinzufügen. Ich habe jetzt hier meinen zweiten Eintrag drin und habe jetzt auch youtube.com gesperrt. Jetzt hätte ich alle Einträge im System, um zum Beispiel auf youtube.de nicht mehr weiterzukommen. Ja? Und man sieht, ich habe youtube.de eingegangen und kriege die systemische Rückmeldung, dass ich das gar nicht mehr aufrufen kann, weil nämlich der Eintrag in der Firewall dieses verhindert. Ja? Man sieht das also auch hier im dritten Punkt, dass also von dem Browser darauf hingewiesen wird, ob vielleicht der Aufruf der Seite von einer Firewall gesperrt wird. Ja, und da es ja auch noch Nutzer von Mobiltelefonen gibt, sperren wir auch noch die Seite von dem Mobiltelefon, die dort aufgerufen werden. Und das ist in dem Fall m.youtube.com. So. Und fügen auch das zu unserer Firewall-Liste hinzu. Und somit sind alle Geräte, die man im Netzwerk haben kann, quasi von YouTube ausgesperrt. Das geht so weit, dass wenn mir jemand über einen Messenger einen Link zuschickt oder eine andere Internetseite, die einen YouTube-Eintrag aufrufen, ich auch diesen dort nicht sehen kann. Also das wird unterbunden und es spart mir im Einzelfall eine ganze Menge Volumen, der eventuell aufgebraucht werden kann, wenn die Kinder ganz viele YouTube-Videos sich während der Fahrt anschauen. Oder in einem Bus-Szenario, Taxi und so weiter und so fort. Da können ja im Monat mehrere Gigabyte locker zusammenkommen. Ein weiteres Szenario, das es gibt, ist, dass wenn ich zum Beispiel in einem Behördenfahrzeugen habe, die dort zum Beispiel
Laptops, vornehmlich Windows-Laptops, zum Einsatz bringen. Das ist ja ein Laptop, wenn er sich mit dem WLAN verbindet, immer davon ausgeht, dass er sich in irgendeinem Heimnetzwerk befindet und anfängt, Updates zu laden. Und auch diese Updates kann man unterbinden, indem man die Microsoft Update Server jetzt hier eingibt. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn Fahrzeuge unterwegs sind oder wie wir es häufiger haben, auf Messen, die Laptops daran hindern, ein Windows 10 Update einzuspielen. Und auch das kann mehrere hundert bis Gigabyte groß sein. Und das verbraucht auch wieder eine ganze Menge Datenvolumen. Und das funktioniert eigentlich auch ganz einfach. Auch wieder als Regeltyp Domain eingeben und dann Windows.update.microsoft.com als Namen von dem Eintrag. Das gleiche geben wir jetzt hier nochmal ein. Windows.update.microsoft.com. Geben das hinzu. So, müssen wir hier einen Schreibfehler, den ich gemacht habe, noch korrigieren. Da muss nämlich der Punkt weg. So. Jetzt haben wir also auch hier den Punkt zwischen Windows und Update entfernt. So ist es korrekt. Und da gibt es noch einen neuen Eintrag. Das wäre nämlich bei Microsoft alles viel zu einfach, wenn es da nur einen Eintrag geben würde. Um jetzt hier nicht für euch alle Updates einzugeben und euch damit quasi der Zeit zu berauben, will ich das Video hier mal kurz anhalten. Die Eingaben soweit vornehmen und euch vielleicht bei den letzten beiden Eingaben dann noch mal hinzuziehen. Also, ich bereite das für euch mal vor und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich jetzt erstmal wieder zurück. Wie ihr sehen könnt, sind die Microsoft-Einträge doch um einiges herangewachsen. Und die nächsten Einträge, da ändern wir jetzt nochmal den Regeltyp von Domain auf IP-Adresse. Und zwar geben wir jetzt hier auch nochmal den Namen ein, der in der Liste erscheint. Also das ist ein spezifischer Microsoft Server oder eine Microsoft spezifische Webadresse, ja, die entsprechend so jetzt in der Liste erscheint. Jetzt blocken wir aber eine IP-Adresse. Ja, also die 191.232.80.55. So, ihr seht, erscheint die hier unten. Und jetzt machen wir noch einen Eintrag. Und auch das ist eine IP-Adresse. Und
Das ist auch noch mal ein Update-Server von Microsoft. Net. Und der hat die IP-Adresse in Verwendung 104.170.58.222. Ja, das geben wir jetzt hinzu. Und jetzt seht ihr, haben wir hier schon eine relativ lange Liste und alle Einträge, die jetzt hier drin sind, werden blockiert. Das heißt, das Endgerät, was mit der Vika verbunden ist, versucht eine dieser diese Adressen hier aufzurufen. Da es eine fixe Adresse oder eine IP-Adresse, dann kann das Endgerät zwar die Anfrage bis zur Vika übermitteln, aber die Vika gibt diese Anfrage nicht ins Netz weiter. Und damit ist diese Anfrage unterbrochen. Und bei einem Windows-Betriebssystem gäbe es in diesem Fall keine Update-Informationen und der Rechner würde halt kein Update einspielen. Ich werde auf der Internetseite zur Vika, die ich führe, diese Adressen alle mal aufführen und auch noch einige mehr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch diese Datei herunterladen und euch die einzelnen Einträge, sofern sie für euch relevant sind, gerne in die Vika mit übernehmen. Ja, damit sind wir eigentlich mit dem heutigen Tutorial zur Firewall und dem Thema Netzwerk eigentlich durch. VPN, wie gesagt, nehme ich jetzt hier erstmal raus. Zum einen, weil nicht jeder von euch da einen entsprechenden Software-Key hat und zum anderen, weil das Thema auch wieder ein bisschen komplexer ist. Da kann man auch wieder ein ganzes Video zu machen, um das näher zu erläutern, um da eventuelle Fehleingaben oder Falscheingaben von eurer Seite zu unterbinden. Ich denke, dass wir uns beim nächsten Mal das Thema Push anschauen werden, Push-Dienste, was man da einstellen kann. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich melde mich jetzt hier erstmal ab und sage erstmal vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Danke für das Interesse an das Produkt und würde mich freuen, euch in einem nächsten Vika-Video wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Tschüss.